Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es wieder ein Unboxing von mir und zwar die letzte Glossy Box. Ich habe die nämlich gekündigt. Und zwar ist es die Dezember Box, die Mary Poppins Rückkehr Box, die ja ab 20. Dezember im Kino läuft. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal gemeinsam rein, was sich hier drinnen so versteckt. So sieht das Ganze von innen aus. Also schön hier in diesem blau-roten Design. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, und die Box diesmal ist prall gefüllt. Wenn ich das schon richtig gehört habe, dann sind hier diesmal 7 statt 5 Produkte drin. Und wir starten gleich einmal mit einer Lufus Heilerde-Maske. Das ist eine Reinigungsmaske mit Hamamelis für schöne und gesunde Haut. Sieht so aus. Für die Haare ist hier auch eine Maske dabei. Und zwar die Honigschätze-Maske. Finde ich sehr cool. Das ist eine aus dieser Wahre Schätze-Reihe, Tiefenpflegemaske zum Ausspülen für strapaziertes und brüchiges Haar. Von Essie haben wir hier einen Mini-Nagellack drin in der Farbe Resort Flying. Sieht so aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob man es hier erkennen kann. Er hat sich hier schon ein bisschen abgesetzt, so gelblich. Also so ganz hingemischt bekommt man den hier nicht mehr, ist aber nicht schlimm, ist nur so eine Mini-Größe. Dann haben wir hier von Batiste ein Trockenshampoo drin und zwar in so einer Reisegröße. Trockenshampoo und Volumen gibt dem Haar traumhaftes Volumen mit aufpolsterndem Kollagen. Ich glaube, das sind jetzt diese neuen. Ich habe ja auch schon die Hydrate, also die für trockene Haare und trockene Kopfhaut. Und ja, ich mag die Batiste Trockenshampoo sehr, sehr gerne. Und ja, über sowas kann man sich immer freuen, weil sowas kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier drinne von Trifle Cosmetics ein Lip and Cheek Jam. Water-based und natural. So sieht der aus, die Verpackung. So sieht der Flakon hier aus. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, den kann man sich schön auf die Lippen geben. Hier so mit so einer Pipette. Und verleiht einfach so eine schöne Farbe. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Von Jean & Len haben wir hier eine Nachtcreme drin. Eine Chill Out mit Hyaluron und Avocadoöl. Sieht so aus. Kommt hier mit so einem Pumpspender daher, finde ich auch sehr, sehr schön, dass man auch mal nicht in so eine Bottich greift, sondern so einen Pumpspender hat. Und ich glaube, der zieht das Produkt komplett nach oben. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, dass es so ein Pumpspender ist, der das Produkt komplett nach oben zieht. Heißt, hier wird auf keinen Fall Produkt zurückbleiben, was ich auch ganz, ganz gut finde. Von Richards haben wir hier drin ein Shower Gel, Watermelon und Pomegranate. Das habe ich schon, das hatte ich schon in einer Zeitschrift mit dabei. Das werde ich auf jeden Fall weiter schenken. Weil jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und da mache ich so ein paar kleine Boxen und da kann man sowas immer ganz gut mit reintun. Von Nuvega haben wir hier drin ein Wimpernrevitalisierungsserum. Sieht so aus. Das gab es auch, glaube ich, schon mal in der Box. Ja, an den kann ich mich erinnern. Den habe ich nämlich erst aussortiert, weil ich den ewig nicht verwendet habe. Und ja, ich lasse den jetzt zu. Ich werde auf jeden Fall wieder verwenden, weil so Wimpernserum einfach zum Kräftigen und zum Stärken von den Wimpern kann man immer brauchen, weil ich schminke sie jeden Tag mit Mascara und Abschminken und alles. Das strapaziert doch auch schon die Wimpern sehr. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist von Dove, eine Pflegeversprechen Limited Edition Winterpflege Body Lotion für trockene Haut. Die riecht sehr, sehr gut. Also die werde ich auf jeden Fall auch verwenden, weil gerade im Winter brauche ich Body Lotions sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Und ja, da kann man sowas immer gut gebrauchen. Ja, so sieht die Box dann leer aus.
Und ja, alles in allem fand ich die Box ganz gut. Es sind schöne Produkte mit dabei. Aber wie gesagt, momentan in letzter Zeit hat mich einfach die Glossy Box nicht mehr so abgeholt. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, nach, ich glaube, 4 oder mittlerweile 5 Jahren die Glossy Box zu deabonnieren. Und ja, es wird mit Sicherheit irgendwann mal wieder ein Tag kommen, wo ich dann wieder mit der Glossy Box loslege. Aber das werden wir dann sehen. Ihr werdet es sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!